Mann. Das ist doch scheiße. So. Wie gesagt, MW3 geht nicht. Und das andere weiß ich nicht. So, ich würde mal sagen, wir spielen mal ein anderes Spiel. Ich habe es nicht lange gespielt, aber es macht keinen Spaß mehr. Also schon, aber. Naja, so, dann gehen wir mal da raus. Und jetzt müsste bei euch der Stream schwarz werden, so wie ich das hier gleich sehen werde. Jo, genau. So, und jetzt spielen wir ein anderes Spiel. Was spielen wir denn? Wir könnten spielen. Lass mich überlegen. Wir könnten Minecraft spielen. Ich mit dir. Nee, alleine. Wir könnten Omsi spielen, das ist aber ein bisschen langweilig. Lucius ist gerade im Let's Play. Das da. Wir können Zauberspiel? Nee. Wir könnten die Sims 3 oder die Sims 2 spielen. Nee, auch keins. Wir spielen mal den Bus-Simulator 2012 und fahren mal unsere Route ab. So. Aber du kannst ja, wenn ich fertig bin, dann mach ich jetzt noch was anderes. Nein, warten? Weißt du, wie lange ich schon hier aufnehme? Ganz lange warten. So. Ich muss das Spiel aber erst noch einbinden. Moment. Meine Maus. So. Jetzt müsste das Spiel gleich bei euch auf dem Stream drauf sein. Ja, natürlich. So, Moment. Genau. Havoc. Statement Intelligence Engineered. Oder so ähnlich. Und Nvidia. Und so, wir machen mal Spiel fortsetzt. Ach genau, ich brauche die Hülle von meinem Spiel. Wo habe ich die? Moment schon. So, meine. So, warte, ich muss kurz gucken, ob mein Mikrofon wieder gut ist. Also, okay. Jo, mein Mikrofon ist okay. Und wir sind vom Himmel gerade runtergefallen. Okay. Einsteiger mache ich mal. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Und muss das ganz kurz hier oben auch ändern. Denn jetzt spiele ich das Simulator. Moment, Bus 2012 und es muss geändert werden. Ändere dich. So, we don't. Die haben das Spiel nicht drin oder was? Was? Bus Simulator, komm schon. Das ist ein geiles Spiel. Dann halt not playing. So. Okay, dann spielen wir jetzt. Wir haben März. Das habe ich auch Brille angeklickt. Egal. Wir gehen erstmal unseren Bus holen und dann fahren wir eine Strecke. Und das Geile an dem Spiel ist, man muss sich nicht mehr die Mühe machen und außen rumlaufen. Man geht einfach hier durch. So, das hier ist unser Bus. Den benutzen wir gleich. Und jetzt P für Zündung. Bordspannung Enter gedrückt halten, das hatte ich schon alles so. Fahrernummer eingeben. So, meine Fahrernummer ist die 7274 und Sicherheitscode 49. So, Dienstnummer und Linie eingeben. So,
Ich nehme einfach jetzt mal Linie Nummer 3, die habe ich mir hier aufgeschrieben. Ich glaube, eine recht lange Linie. 3, 9, 0, 1, 2, 5. Und die Linie ist dann 3, 9, 0, also die ersten drei Zahlen von der Dienstnummer. So, bitte warten, steht da auf dem Display. Und dann muss ich mir noch kurz hier das Handbuch hinlegen, weil ich die manche Steuerungshinweise gar nicht mehr weiß. Hier. So. So, genau. Jetzt können wir ins Cockpit wieder wechseln und Strom anmachen. Und mit E, glaube ich, war das dann. Ne, mit P. Motor starten. Die Tür machen wir zu. Und die Handbremse lösen wir mit Fuß nach unten, Bild nach oben, rückgedrückt halten, einfügen. Genau. Und jetzt fahren wir los und nehmen den ersten Gang in Betrieb und fahren jetzt mal hier aus dem Betriebshof raus zur ersten Haltestelle. Wir können da oben auf der rechten Karte sehen den roten Pfad, die rote Straße, da müssen wir langfahren bis zur ersten Haltestelle und ab da wird dann der Weg gelb, das heißt, das ist unsere Linie. So, natürlich müssen wir auch Ampeln einhalten und so und mal versuchen hier richtig zu fahren und da geht schon weiter und die Autos sind schneller wie mein Bus. So, komm ich mit. So, rechts ist eine Haltestelle, da müssen wir aber nicht halten, weil das nicht unsere Linie ist. Und jetzt können wir schnell hier abbiegen. Das wird knapp, das war knapp, aber es ging. So, jetzt müssen wir gleich nach rechts fahren, also fahre ich mal hier so auf die rechte Spur. Ist auch eine Haltestelle, aber die brauchen wir auch nicht. Nein! Ja, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Was hast du gemacht? Oh. Toll, jetzt kann ich hier 15 Sekunden warten, bis das Auto weg ist. Geh jetzt mit deinem Arm da weg. Jetzt stehe ich auf dem Auto, oder was? Nee, hinterm Auto. Gut. Und The Click LP schreibt, hi Daniel. Hallo, The Click LP. Könnt ihr auch mal reinklicken, weil es ein Klick-LP. Ach genau, so Klick-LP, das ist Dominik. Oh, jetzt geht auch ordentlich rot. Hallo Dominik. Könnt ihr euch mal reinklicken, wenn ihr wollt, auf YouTube, bei The Click LP. Ich glaube, ist noch kein Video oder zwei oder drei Videos schon hochgeladen. So. Die Ampel muss rot, grün werden. Ja, muss rot werden. Damit ich noch länger hier stehe, genau. Dim, Mann, ist das ein Spaß. Dim. Ich muss nach rechts. Wie mache ich nochmal Blinker? Moment, ich muss da ganz kurz gucken, wie ich nochmal Blinker. Ich konnte irgendwie mal Blinker machen. Lenken links, lenken rechts. Blinker. Blinker links? Ah, okay. Punkt und Komma. Das war jetzt kein Witz. So, jetzt haben wir Blinker an. Und jetzt ist grün, wir können fahren. Juhu. Ups. So, und jetzt müssen wir hier lang. Fußgänger! Alter! Actionreich hier! Ups! Und jetzt müssen wir hier lang fahren. Und das ist gerade den Bus-Simulator in der Basic-Version, gibt es auch noch in der High-Version für eine bessere Grafik, aber ich finde, das reicht vollkommen aus. Das andere würde zwar mein PC auch packen, aber ich finde, das tut viel zu viel Speicherraum. Warum bleibst du stehen? So. Und wir müssen jetzt erstmal zur Anfangshaltestelle fahren. Und hier die Maus, die geht eigentlich weg. So.
So, zur Anfangshaltestelle fahren und ich lege meinen zweiten Gang ein. Und die Anfangshaltestelle ist dann da, wo der grüne Weg anfängt. Oder gelb. So, es kann sein, dass wir es rechts abbiegen müssen. Kann das sein, kann das sein? Ja, das kann sein. Brems. Beim Omsi hat mir noch ein bisschen besser gefallen, dass die Lenkung besser war. Hier, guck, wenn man loslässt, dann geht es direkt wieder zurück. Bei Omsi ist dann das Lenkrad stehen geblieben in der Richtung. Und jetzt müssen wir Blinker rechts, so wie ich das gehört. Und bis hier der Bus mal anfährt, ist die Ampel wieder auf rot. Das ist rechts. Da war doch gar kein Auto. Du, warum ist das stehen geblieben? Mann, Alter, was ein Scheiß. So, und ich guck mal ganz kurz im Chat. Der Klick-Appell. Hi Daniel, und sonst ist nichts los. Schade. Ich kann ja mal 10 Sekunden warten. Mann. Komm schon. Ja, weg mit dir. So, jetzt fahren wir hier mal. Boah, das ist die Steuerung ist ein bisschen kompliziert, muss ich erst wieder reinkommen. Ich konnte das mal so gut, aber mittlerweile, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Und da um die Kurve. Genau, und das ist die schöne Brücke, bei der ein Bug drin ist. Das heißt, wenn wir jetzt Pech haben, bleibt das Spiel stehen und schmiert uns ab. Beim Überfahren der Brücke. Deswegen fahre ich mal ganz kurz hier so ein bisschen auf der Gegenfahrbahn. Ich bin mal gerade Geisterfahrer, weil rechts irgendwo ein Bug war. So, okay, der Bug ist nicht mehr da. Sehr gut. So, und wir sind immer noch nicht an der Anfangshaltestelle, das heißt, oh, ich habe gerade gedacht, Alter. Zicklinger schreibt, wie geht's? Gut, und ihr? Was hast du Lust, mal demnächst was zusammen zu machen? Wie meinst du das, zusammen zu machen? In Meisenheim oder zu spielen oder was? Wie meinst du das denn? So, und ich muss gerade aus. Ich wollte gerade nach rechts. Naja. So. Also, ein LP oder ein Livestream. Können wir beides gerne machen. Die Videos, die hier im Livestream nämlich sind, die kommen auch auf YouTube als Nachgucken nochmal. Das geht heutzutage. Und wenn du willst, können wir auch mal zusammen einen LP machen oder einen Livestream. Über welche Spiele willst du das denn machen? Das wäre hier die Frage. Auto, fahr los. So. Kein Plan, schreibt er. Welche Spiele hast du denn mal so gefragt? Also Minecraft ist klar, wir fahren falsch, wir fahren, wir müssen hier lang. Hoffentlich sei es kein Fuß in der. Oh, Scheiße. Moment. So. So, jetzt war wieder richtig. Dominik lenkt mich ab. So, und jetzt müssen wir wieder nach rechts. Immer rechts. Ja, jetzt lach du mal nicht. Du hast mich voll abgelenkt. Ja, ich bin hier falsch gefahren wegen dir. Wir können gerne Minecraft Let's Play mal zusammen machen oder Livestream. Oder halt, falls du irgendein Spiel hast, wo wir zusammen spielen können, noch über Multiplayer oder so, können wir gerne auch das machen. So. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum die Maus da so ist. Ah, jetzt sind wir Fußgänger. Fahr doch. Das ist auch so eine Logik im Spiel.